Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksraum JPE. So, wir geben einmal den Same zurück. Den brauchen wir nun doch nicht mehr. Inklusive Frontgewicht. So, 20 Euro für Diesel. Na, nicht wenig. Aber ja, hat sich, glaube ich, bei Mietmod 2.0 dann irgendwann schon erhöht. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier oben schauen. Wie ist es denn in der BGA? Die ist sowieso voll. Also da bekomme ich das Ganze jetzt eh nicht rein. Also probiere es mit der BGA auch gar nicht. Ich werde hier hingehen und zack, zack, zack. Na, eigentlich. Ich wollte jetzt eigentlich den hier holen, aber ich könnte ja auch den Selbstfahrer, weil ich eh nur miete. Andererseits, ja, komm, nee, wir holen den, da ist die Miete ja auch günstiger. So. Dann brauche ich aber, glaube ich, auch noch eine Ballengabel. Spieß habe ich keinen. Und so weiter, aber hier gibt es ja das hier. Damit wollte ich eigentlich schon immer mal arbeiten. Das habe ich bisher im Spiel echt noch nie verwendet. So, und da schummel ich jetzt aber mal ein bisschen. Den werde ich zum Hof zurücksetzen. So, den habe ich... Das habe ich gekauft. Naja, egal. Oh, da ist was fertig. Aussteigen. So, kannst du aufgeklappt lassen, mein Freund. Hier müssen wir Vorgehwände noch fahren. Damit das Ganze schöner aussieht. Und ja... Dann haben wir hier schon wieder ein Feld fertig. Die Saat doch gut vorangegangen. So, nochmal ein Schlückchen Tee. Ich habe mir erst überlegt, wie viele Folgen ich hier wohl aufnehme, aber ich denke mal, ja, nach der oder allerspätestens noch eine dahinter, dann muss ich Feierabend machen. Denn dann muss ich mich schon langsam hier wieder vorbereiten, Zähne putzen und so weiter und zum Zahnarzt fahren. Bin hier also wirklich unmittelbar davor, bin hier, hab meinen Termin früh morgens, bin der Erste in der Praxis und ja, hab meinen Termin, hab dann dementsprechend jetzt hier meinen Wecker, so wollte ich sagen, hab meinen Wecker extra früher gestellt, um da eben... bevor es vielleicht mit dem Reden danach wieder schlimmer ist, vorher nochmal Folgen aufzunehmen. So bin ich, damit ihr mal wieder was zu gucken habt. So, und jetzt muss ich aber mal wieder gucken. So, auf die 25 Sonnenblumen. Ja, und dann ist doch hier schon wieder. Ja, dann ist schon wieder alles. Nee, die 32 noch. Da soll auch Mais hin. Na gut, dann fahren wir jetzt erst zur 32, jetzt wo wir Mais schon mal eingestellt haben. Dann fahren wir da zuerst hin. Ja, hier das Gras, das werden wir dann mit dem Sammelwagen aufnehmen. Da haben wir ja jetzt keine Ballen draus gemacht. Aber ihr habt ja gesehen, also ich hätte auch durchaus noch Ballen draus gemacht, hätte das alles verarbeitet, aber mit der Ultima und ja, obwohl wir eben ja doch deutlich mehr PS hatten, als mindest vorgeschrieben waren, ist man ja im Betriebsmodus den Berg nicht hochgekommen. Trotz Allrad, trotz Differentialsperren, nee, es lag also nicht daran, dass die Reifen durchgedreht wären, sondern es war einfach nicht mehr genug Kraft übrig. Also da
Ja, hätten wir bei der Ultima vielleicht hinschreiben müssen, 200 PS erforderlich statt 125. Vielleicht sind auch 250 erforderlich, ich weiß es nicht. Aber so natürlich das Ganze nicht funktioniert, oder nicht so doll. 32. So, dann auf. Dann gehen wir wieder hier hin. Doch ein bisschen eng die Kurve gefahren. Hätte man doch ein bisschen weiter ausholen müssen. So. Da ist die Zeit auch, also die Schrift nicht auf dem Kästchen drauf. Also da muss ich echt mal gucken mit der neuesten Version. Meat Mod ist jetzt auch am Wochenende, Samstag, Sonntag irgendwann rausgekommen. Ob das damit dann auch wieder behoben ist, da wurden zumindest auch ein paar Bugfixes gemacht. Oder ob das mit irgendeiner anderen Mod zusammenhängt, dass die Schrift hier so verschoben ist. Ich weiß es nicht. So, komm auf hier. Hau ruck, hau ruck. Ja, das ist natürlich für das PS-schwache Gerät hier auch schon ordentlich zu ziehen. Aber jetzt stellt sich mal einer vor, wir hätten mit dem Traktor, denn der hat doch, meine ich, 140 PS. Also wäre demnach ja für die Ultima eigentlich auch ausreichend gewesen. Da wäre ja wahrscheinlich gar nichts vorwärts gegangen. So, da stellen wir uns hier hin. Mal kurz gucken. 143 PS, ja. Also eigentlich von der Beschreibung her hätte der für die Ultima auch ausreichen müssen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht das Gerät hätte ziehen können. Ach, Mann. So. Vergessen, in den richtigen Gang zu wechseln. So, dann. Rücksetzpunkt ist da oben. Werden wir die Ballen da reinsetzen, da werden die nämlich klein gemacht und dann können wir die ins Lager reinladen. Weil sonst haben wir hier jetzt natürlich durchaus erstmal Probleme, wo bekommen wir die oder was machen wir mit den Ballen überhaupt? Da wir aber ein Lager haben, hauen wir die ins Lager rein, dann haben wir die weg, sind wir die Sorgen der Ballen schon wieder los. So. Das sollte dann möglichst gerade stehen. Machen wir mal so. So weit runter nicht. So. Naja, abgesehen da. Hey! Ich wollte es gerade schon loben. Dass abgesehen davon, dass ich ein bisschen gegen die anderen Ballen gestoßen bin, das doch recht gut funktioniert. Und dann. Wo ist der Ballen hin? Hat er eine andere Kollision vielleicht, dass das mit dem Gerät hier gar nicht funktioniert? Der passt da gar nicht rein. Ah. Ja, das muss einem natürlich auch erstmal einer sagen. Das ist noch gar nicht in der passenden Größe. Dann gehen wir mal hier oben drauf. Oder nee, wir gehen hier unten dran.
Fahren dagegen. Falsche Richtung. So, müsste es jetzt ja gehen. So. Haha. Okay. Ich dachte, die wären feststehend. Dass die beweglich sind, das wusste ich gar nicht. Wie gesagt, noch nie damit gearbeitet. Deswegen war ich da jetzt einfach mal ein bisschen neugierig. Hat natürlich den Vorteil, wir können die jetzt einfach hier auseinander. Dass der da reinfällt. Aber er will nicht reinfallen. Das ist ja ein Reinfall. Jetzt so. Rückwärts. Jetzt so. Nee, halt. Doch hier irgendwo da. Habe ich doch in meinem Frontladermodus auch Kamerawechseln drin. Gut, jetzt haben wir das bei einem Mal gesehen, wie es funktioniert. So, hier stelle ich direkt schon mal was enger. So. Weiß nicht, verstellt man die wirklich dann auch jedes Mal so zum Abkippen oder stellt man sich die einmal hier auf die passende Größe ein? Nee, der war nix. So. Dann brauche ich da nämlich gar nichts mehr weiter zu verstellen. Drei Ballen müssten da reinpassen. Dann muss ich ausleeren. Bevor wir den vierten dann reinkippen. Oh. Ja, da war man jetzt nicht passgenau davor gefahren. So. Rum. Rum, rum, rum. Und rein. Gut, das hat auch funktioniert. Ja, für sowas finde ich natürlich Lenkrad doch immer sehr hilfreich. Einfach weil man da natürlich auch mit dem Gas ganz anders spielen kann. So ein langsames, vorsichtiges Vorfahren. So, steigen wir mal kurz aus. Gehen mal eben hier hin. Na, sehen wir. Oh, nee, da haben wir noch Platz. Da passen sogar. Passen da dann 16.000 rein? Haben wir hier irgendwie stehen, wie viel da reinpasst? 18.000. Wir haben 12.000. Ja, dann geht noch einer dazu. Okay. Aber der hier ist schon wieder fertig. Flott unterwegs, unser Freundchen hier. So, und danach muss er die 25 machen. Stellen wir schon mal ein. Haben wir das schon erledigt? Bremsen langsam. Gut. Ein weiteres Feld erledigt. Und dann haben wir Sonnenblumen auf der 25. Gut.
Und einen Rundballen haben wir noch. Und dann ist das hier auch schon wieder. Und irgendwas haben wir eine große Nachfrage, was hier nicht angezeigt wird. Was da nicht angezeigt wird, wird es mir hier angezeigt. Stroh. Ach stimmt. Da hatte ich auch nach der Ernte das Stroh vom Aufsammeln dann noch hingefahren. Ja, jetzt kann ich mich wieder erinnern. So, der kann weitermachen. Hier haben wir gesagt, nee, da brauchen wir doch noch nicht zu lernen. Da können wir den letzten noch mit dazu knallen. So. Fahren wir hier schön von vorne dran. Ich muss... Nein, nicht aussteigen. Frontladermodus. So. Dann da reinfahren. Zack. Haben wir den Ballen auch? Ja, also, wenn man da mal ein paar Ballen gemacht hat, bin ich mir sicher, da hat man dann doch auch so viel Übung, dass das recht schnell geht. Und der Vorteil natürlich, wir machen die Folie nicht kaputt. Also jetzt zum Beispiel, um das Ganze zu nutzen, um vom Hänger abzuladen oder auf den Hänger aufzuladen, würde ich mal sagen, ist das durchaus nicht die schlechteste Wahl. So, rückwärts. Und dann werde ich das Ganze aber wieder verkaufen. Brauche ich ja dann eh nicht weiter. Deswegen kann man das dann hier stehen lassen. Dort holt sich der Händler dort dann wieder ab. Aber doch, ich habe mit der Zange schon gearbeitet. Hab natürlich mit dem Ballenspieß auch schon gearbeitet. Aber mit dem Gerät eben wirklich noch nicht. So hat man immer wieder mal was Neues. So. Dann fahren wir vor die Schaufel. Wir müssen ja demnächst am Sägewerk mal wieder Hackschnitzel schaufeln. Alter, so. Motor aus, Handbremse rein, dann hier rüber. So, jetzt ist er voll. Oder naja, ein bisschen Platz wäre sogar immer noch gewesen, aber wir haben keine weiteren Ballen mehr. Und wir haben richtig Überlänge diesmal. Schon über 18,5 Minuten. Wahnsinn! Aber das machen wir jetzt noch leer. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.